Hallo und willkommen, ich bin Olaf und möchte heute einen weiteren Test machen, der sich zwangsläufig bei mir ergeben hat. Ich musste mich also ein bisschen mit Telefonanlagen im Netz, in der Cloud beschäftigen. Und damit das nicht alles umsonst ist, dachte ich mir, ich mache da mal ein kurzes Video drüber. Genau genannt wird es eine kleine Serie werden, wo ich Telefonanlagen im Netz vergleiche. Ich habe mir dafür gedacht, wir nehmen so mal den Klassiker, ein kleines Unternehmen, keine Ahnung, 5 bis 50 Mitarbeiter, sowas in der Größenordnung. Die haben alle ihre Nebenstelle, haben eigene Telefone. Es gibt hier und da vielleicht auch eine kleine Gruppe, die Anrufe entgegennimmt, die von draußen, von Kunden zum Beispiel kommen und so weiter. Will also gucken, wie geht das mit dem Einrichten, wie funktioniert das mit den Voice-over-IP-Telefonen. Und so weiter und so fort. Wie bequem ist das für einen Administrator? Was kann man da tun? Und das ist quasi das, was ich mir hier angucken möchte. Ich habe da mal schnell im Netz recherchiert und bin de facto auf drei Anbieter gestoßen, die ich mir genauer angucke. Da ist zum einen Zipgate Team heißt das Produkt. Zipgate ist schon relativ lang am Markt. Kann man also mittlerweile sagen, ist sicherlich was Stabiles, was man sich angucken kann. Als zweites Enphone. Enphone ist auch schon relativ stark im Markt und relativ weit vertreten. Und als drittes Placetel. Auch da Placetel, ja, weit verbreitet mittlerweile und so weiter. Es gibt sicherlich auch noch andere Anbieter. Die Deutsche Telekom hat dort was anzubieten. Und auch Vodafone ist da nochmal ganz aktiv. Die lasse ich jetzt außen vor. Ich habe die dreimal verglichen. Und Ziel ist es zu schauen, wie schnell und wie einfach kann man hier eigentlich was einrichten, wie gut kann man das auch alles managen, so als Administrator, und ja, wie gut funktioniert das, und am Ende auch so ein bisschen, was können die Systeme. Okay, soweit die Einleitung. Wir fangen an mit dem ersten Anbieter.